Welcome back, ihr krassen Dudes, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge WRC10 im My-Team-Modus. Wir sind auf dem Weg zur nächsten Rallye oder zur allerersten Rallye-Stage in unserer neuen Karriere, because, naja, Codemasters hat das Spiel gelöscht. Nee, nicht Codemasters. Wer hat den Bums hier eigentlich entwickelt? Ich habe keine Ahnung. Irgendwer wird schon gemacht haben. Auf jeden Fall Monaco. Zum ersten Mal Monaco. Und jetzt zum ersten Mal richtig mit Gegners in der WRC3. Oh, ja, rein. Shakedown. Wir wollen Reifensätze haben. Na komm, nehmen wir mal 4 davon mit. 6 davon und Rest hiervon. Schnee und Eis, wir sind in Monaco. Das muss mit. Was war nochmal hart? Grün ist hart. Alright, 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 alright. Aber Shakedown fährt. Shakedown ist ja nur eine kurze Etappe. Von daher hätte ich doch gesagt, wir nehmen die Weichen jetzt hier schon mit. Zack, zack. Geht alles fast schnell und fast unkompliziert. Und wir gehen rein. Ja, 2,56 Kilometer. Luftfeuchtigkeit ist da. Mehr hat unser Meteorologe nicht zu sagen. Das ist halt so wie immer das Wetter im F1-Spiel im Bahrain angezeigt wird. Ist immer nur als Wetter Mond. So, es ist nicht Nacht. Es ist auch nicht regnerisch. Es ist Wetter ist Mond. So ist hier auch die Luftfeuchtigkeit. Ja. Okay, wir jumpen ins Zit rein. Und let's go. 4, 3, 2, 1, los. Und links 4, in rechts 3, kurz 20. In links 3, kurz, links 2, breiter 20. Links voll und rechts 5, sehr lang, mach zu, nicht schneiden. In links voll 100. Links 4 kurz 80. Rechts 3 kurz, in links 2 kurz, in rechts 3. Und links 2 kurz 30. Au. Nein, unnötig, dieser Crash. Unnötig, ich sag unnötig. Was ist denn hier los? Oh, lecco mio della Quante. In links voll, mach zu. In links 4, Verengung 30. Kuppe in rechts 6, kurz 150. Rechts 5, 80. Rechts 6, innenhalten. Und links 4, kurz in rechts 4, in scharf bremsen, scharf links über Brücke 30. Hit. Achtung, scharf bremsen, scharf links, Verengung. Das ist, by the way, die Audi A2 Stage, die wir gefahren sind, nur halt rückwärts oder vorwärts, und wir waren mit dem Audi rückwärts. I don't know. Auf jeden Fall in die andere Richtung. Rechts 5 kurz und bremsen für scharfe Haarnadel rechts, in links voll und rechts voll über Kuppe 30. Achtung, Knoten 30, scharfe Haarnadel links 30. Also schon das Ziel. Hello. Ja Mensch, trotz dieser unnötigen Wandumarmerei ist unser Auto zumindest vom Heckbereich recht okay. Hey. Oh ja, Heck sah richtig gut aus, Front eher so nein. Eher so überhaupt nicht. So, die Karosserie waren wir außen schön haben, Heckspoiler soll auch da sein. Lenkung ist eigentlich auch immer ganz nett. Getriebe ist auch super wichtig und richtig. Bremsen, yes. Obwohl, nee. Wenn wir das Teil auswechseln müssen, dann sind nur 3% Schaden nicht wirklich viel. Oh, die Front. Obwohl, nee, das ist Teilwechsel, ne? Jupp. So, ich glaube, das reicht, oder? Das reicht. Wir sind zufrieden damit. So, die nächste Stage
Shakedown war 2,56. Jetzt kommt eine 6 Kilometer Etappe Asphalt. 100% Asphalt. Können wir da nochmal die Reifen verwenden? Sind die cool? Zur Sicherheit. Nee, obwohl. Brauchen wir gar nicht. Bestätigen. Kommen wir da direkt danach wieder ins Service Park. Oh ja. Das. Es sind zwar nur 6 Kilometer, aber das sieht überhaupt nicht aus wie 6 Kilometer. Das sieht eher aus wie so 21 Kilometer eine Beast-Etappe. Oh, ich habe schon einen Helikopter. Oh ja, das sind ja mal richtig ungeile Wetterbedingungen. Ein schickes Dörfchen. Na komm, gib Gas. Jetzt. Ah. Toll. Ja, nehmen wir. Obwohl, Obacht, ne, Trick 17. Boom und boom. Haha, 1% mehr drauf. Und wir gehen rein. 5, 4, 3, 2, 1, los geht's. 30, links 3, macht auf. In rechts 4, in links 3, kurz. Und rechts 4. In Knoten. Und Kuppe in rechts 5, macht zu. In links 5, 80. Achtung, Abzweig rechts, in links 4, lang, macht zu. In rechts voll. Und rechts 4, kurz, 30. Rechts 4, kurz. In Knoten, 50. Bremsen, Haarnadel rechts, in links voll. Und links 4 kurz Verengung. Und rechts 3 Verengung. Keinesfalls schneiden. In links 3 innen halten. In rechts 5 nicht schneiden. Und rechts 3 kurz 40. Oh Mann! Rechts 3 macht zu. In links 200. Links 4 macht zu. 3 lang. In rechts 2 kurz 80. Nein, das war super dumm. Super duper dumm. Scharfe Haarnadel links 50. Links 4 kurz, in rechts 4 leicht schneiden, in links 3 kurz. Und Kuppe in rechts 3 kurz nicht schneiden. Und Haarnadel rechts 50. Alter Vater. Links voll und okay, ich muss glaube ich die Handbremse weglassen. Links 5 innen halten. Komm damit gerade nicht klar. Und rechts 5 kurz, in links 4 kurz 50. Okay, die hinter mir fahren, habe ich einfach ein Strohbein. Rechts in der Mitte auf der Straße. Links 3, 50. Links 5 kurz, in rechts 4 lang, macht zu 3. In links voll 30. Rechts voll und bremsen, in rechts 4 über Brücke. Achtung! Was war das denn? Da wurde ich einfach mit dem Heck weggeschwemmt. Achtung, rechts 2 bremsen für scharfe Haarnadel, links 50. Links voll im Knoten. Und Haarnadel rechts nicht schneiden, 80. Links 3 kurz, in rechts 4 mittel, macht zu 3. In links 3 kurz, 20. Scharf bremsen, links 4, macht zu, Haarnadel, links 30. Rechts 4, innen halten, links 4, 50. Power und Grip. Hätte ich am Heck die Eisreifen 3, vielleicht dran pappen können. In links voll, Verengung 50. Kuppe in rechts 4, 80, uneben. Scharf links, nicht schneiden, in Brücke. In links 3, kurz 30. Rechts 4 lang, macht zu, in links 4. Und rechts 3, 20. Links 3 über Kuppe bremsen, 20. Haarnadel rechts. Und links 3 in rechts 4 nicht schneiden. Aber wir haben ja Paris auf der Beifahrerseite auf der Scheibe. Kurz, in links 4 kurz, in rechts 3, 30. Links voll, macht zu, 3 kurz. Und Knoten über Kuppe in rechts 3, in links 2 macht auf.
und rechts 6:30. Alter, der hätte ich schneller fahren können. Über Brücke und rechts 2. In links voll. Und rechts 3 kurz, in links 4. In rechts 5 Mittel macht zu 3 Verengung. Und links 3 in rechts 6 Verengung und links 5. Nette Wand. Und links 4 sehr kurz, gnädig. In rechts 4 kurz 80. Links 6 kurz über Kuppe 30. Scharfe Haarnadel links 50. Links 5 macht zu in rechts 6 sehr eng. Und rechts 4 kurz und links 5. In Haarnadel rechts nicht schneiden 30 über Kuppe. Rechts voll lang. Und links 3 lang zum Ziel. Bisschen früher gebremst als nötig. Wegen diesem Eis da auf dem Asphalt. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Oh, mit 2/10 erster. Aber der Unterschied zwischen Platz 2 und Platz 3 sind 11 Sekunden. Das ist verrückt. Statistik. Hier sehen Sie Statistiken. Ja, mal rein. Nun. Oh, wir waren zwischenzeitlich mal 5 Sekunden hinter dem Führenden. Und dann, joinks, konstant krass. Ja, ich bin halt wie mein Heimatclub. Eintracht Braunschweig, by the way. So, ab der 90. Minute, da, wenn schon diese 2 Minuten extra auf der Tafel schon mal eingestellt werden, ab dann fangen wir an, gut zu werden. Und das sind hier die. Das ist meine Zeit. Achso, wenn ich hier drücke, sind schon die Kästen erfüllt. Ich dachte, ich muss da extra auf das Kästchen da drauf, um diesen Haken zu setzen. Ah, ich will alle Fahrer haben. Noch mehr Chaos. Ich habe einen Fahrer vergessen. Egal. Ja, ist doch sehr übersichtlich. Also, ich kann da alles rauslesen. Nicht. Ah ja, hier. Unser VW, den ich eigentlich haben wollte. Naja, aber... Oh, was haben wir hier noch? Tom Christensen. Und Matthias Ekström. Tom Christensen kennt man ja aus der WRX. Genau wie Matthias Ekström. Aber Matthias Ekström auch in der DTM. Nicht unerfolgreich gewesen. Hat er sogar ein oder zwei WM-Meisterschaften gewonnen. Oliver Solberg, der Sohn von Peter Solberg. Auch Rallye- und WRX-Experte. Also der Sohn auch, aber der Vater erst recht. Was haben wir denn noch so hier für Namen? Johann Christoffersen. Christoffersen. Auch WRX. Kennt man auch aus der WX. Das ist ja mega, was hier alles am Start ist. Naja, auf geht's zur Reparatur. Was wird uns vorgeschlagen? Scheibenwischer. Warum will ich eigentlich immer zu Scheinwerfer Scheibenwischer sagen und zu Scheibenwischer Scheinwerfer? Oh mein Gott. Na komm. Gehen wir hier mal für die optische Komplettreparatur. Und sonst passt eigentlich alles. Ja. Und wir gehen wieder rein. Hey. Ach nee, warte mal. Reifen. Eieie, was ist die nächste Stage? Wir fahren einmal 7 Kilometer und dann nochmal 6 Kilometer. Deshalb würde ich sagen, packen wir die harten Reifen ein. Automatische Montage ist Eisreifen. Sollte uns das zu denken geben? Ich glaube ja. Oh, warte mal. Wupsi. Aber ist das jetzt zu großer Gamble? Sheet. Nee, komm, packen wir ein. Automatische Montage sagt, nimm Eisreifen mit, deshalb hören wir auf Computer, weil Computer weiß immer mehr. Die Frage ist, was unterscheiden jetzt die Eisreifen von den Nicht-Eisreifen? Sind die jetzt bespiked?
Müssten ja eigentlich. Das heißt, auf Asphalt hätten wir jetzt keine Chance eigentlich, oder? Da steht ja nur Asphalt, aber nicht Eis oder wie groß der Eisanteil ist. Das wäre noch interessant zu wissen. Aber nichtsdestotrotz. Und was die Frage ist jetzt, was macht. Können wir die harten Reifen nicht doch unterbringen? Entweder an der Front oder am Heck. Ich habe im Tutorial irgendwas gelesen, dass man das auch vorne links hart und hinten rechts hart und die restlichen zwei, ne, diagonal versetzten Reifen da auf Eis lassen soll. Und dann denke ich mir so, das ist ja ganz komisches Handling dann vielleicht. Okay, nee, wir vertrauen auf den Computer. Wenn er uns Eisreifen gibt, vertrauen wir dem Computer. 5, 4, 3, 2, 1, los! 20 Haarnadel links in rechts voll, macht zu 4 kurz. In links 4 Verengung 30. Scharfe Haarnadel rechts 30. Bonk. Knoten 30. Gleiche Move wie mit dem Audi in der letzten Folge. Aber exakt der gleiche. 5 Bremsen für scharfe Haarnadel links. Ich weiß nicht, gibt es hier Flatspots auf den Reifen? Links 5 kurz 30, rechts voll im Tunnel 30, scharf rechts in Brücke und scharf rechts mittig halten im Tunnel und links 5 halten in rechts 4 30. Knoten 30. Links 5 Verengung 30. Oh, wie Kartenkotten. Mit dem Audi links war fünf, beim Knotenpunkt. 50. Da stand ein Auto plus Zuschauer. Das konnte ich nicht so cutten wie perfekt. Jetzt gerade. Links 5, sehr lang 30. Rechts 3 kurz und links 3 breiter. Hey. Das lief jetzt suboptimal. Schnell wenden. Ja, habe ich doch getan. Rechts 3 Verengung in links 3 und rechts 4 50. Rechts 4 kurz in links 3 sehr lang 30. Rechts voll macht zu 2 30. Immer noch nicht rechts voll. Rechts fucking Lügner. In links 3 kurz in rechts 4 und links 2 kurz. In rechts 4, in links 3 kurz. Wow. In rechts 3 ich hätte kurz die zwei ernster nehmen sollen, obwohl die halt kurz gecallt wurde. In rechts 3, 30. Klasse. How is that possible? Links 3 macht zu, in rechts 3 kurz. Because stimmt der KI. Hätte ich gedacht, dass die KI so kacke ist. Links 4 macht zu, 80. Rechts 3 halten in links 5 bei Abzweig. Und Achtung, links voll macht zu 3 über Kuppe. In rechts 3 macht zu 50. Links voll 80. Haarnadel links 100. Der kommt nicht aus dem Quark. Das stört mich ein bisschen. Links 4 in rechts 4 macht auf. Oh, mit dem Audi war da noch kein rotes Flatterbändchen. Achtung, links 4 kurz über Kuppe. Die sichern Standards. Da sind sie. Und rechts 4 kurz in rechts 5 kurz 50. Oh, fuck off. Scheiße, jetzt haben wir nur noch 2,5 Minuten Vorsprung. So eine Kacke. Achtung, bremsen links 2 kurz. In rechts 3 macht zu. No, wir liegen hinten. In links 2 kurz. In rechts 4 macht zu, in links 2 kurz. Und rechts voll 20. Rechts 3 nicht schneiden und links 4 innen halten über Kuppe. In rechts 5 kurz und Haarnadel rechts 50. Okay, ich war immer zu schnell für die Haarnadel, deshalb kam er nicht schnell rum. Und links 4, 50. Ah, jetzt war's gut. Links 5 kurz, nicht schneiden, 80. Links 2 leicht schneiden, macht auf 20.
Walltap. Wow. Links 5 macht zu 2 nach Abzweig in rechts 2 nicht schneiden. In links 2 nicht schneiden, Verengung in rechts voll 30. Rechts 3 kurz, in links 4 macht zu. In rechts 2, in links 3 nicht schneiden, in rechts 2. Und links 5. Und links 4 kurz, in rechts 5 über Kuppe 30. Rechts 4, 50. Rechts 4, in links 5 lang. Achtung, Abzweig links, in rechts voll 80. Alles noch gut. Links voll, in rechts 5. Und rechts 4 mittel. Und links 6, in rechts 5 macht auf 50. Rechts 4, kurz Verengung in links 5 und Tunnel 30. Oh, das war kacke. Oh, kacke. Au. Ja. Links voll, innen halten 30. Und rechts 6 macht zu 5 in Tunnel 20. Rechts 6, kurz 20, rechts voll in links 6, Verengung 150 zum Ziel. Ah. Oh, 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 oh Gott. Aber bei einem Audi standen die schon unten an der Straße. Jetzt, dank den großen Sicherheitsstandards, stehen die einen Meter weiter höher. Das ist ja nett. Aber dass wir unterm Strich wieder 3 Sekunden haben, oder jetzt zusammengerechnet jetzt aufgerundet 4 Sekunden, ist schon wieder ein bisschen zu gut. Aber nichtsdestotrotz, Leute, morgen geht's weiter mit Teil 2 hier in Monte Carlo. Von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Wertung da und ich bin nochmal raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.